Hallo, grüß Gott und guten Tag. Heute Nummer 2 unserer Live-Sendung zum Thema Lockdown Lanzarote. Wir sind noch ein bisschen vor der Zeit, noch 2 Minuten, bis wir offiziell loslegen, aber der ein oder andere braucht, um sich zu orientieren, ein paar Minuten, um zu gucken, wo läuft der Livestream, wie kommt man da drauf. Und denen möchten wir natürlich die Gelegenheit geben, gleich, wenn wir loslegen, wirklich mit dabei zu sein. Das Programm heute ist vollgepackt. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, euch die Zeit so unterhaltsam und interessant wie möglich zu gestalten, die im Moment für einige, die hier auf der Insel leben, ja von Langeweile auf der einen Seite, weil man ist in den eigenen 4 Räumen doch etwas eingesperrt, und auf der anderen Seite von Ungewissheit getragen. Und wir versuchen da ein bisschen in die Balance, in die Zwischenräume zu kommen und euch den Überblick zu geben, was passiert gerade, was kann passieren und auch ein wenig so die Blickrichtungen abzuwechseln. Einmal, wie geht es uns als Residenten hier auf der Insel und wie geht es den Urlaubern hier auf der Insel? Es wird spannend und ganz ehrlich, wir freuen uns auch, dass die Anteilnahme auf den gestrigen Beitrag auf unsere Premiere so extrem groß und gut gewesen ist, denn wir haben einiges an Nachrichten und Informationen bekommen und auch Anfragen, die wir gleich beantworten wollen, sobald wir um Glockenschlag 15 Uhr Mitteleuropäische Zeit, 14 Uhr hier auf den Kanaren, soweit sind. Und es ist auch schön, wir haben gestern in den Spitzenzeiten tatsächlich bis zu 40 Leuten live dabei gehabt und unglaublich viele, die sich es danach angesehen haben. Und das freut uns natürlich, denn für uns ist es ein, ja, ein Bedürfnis, euch tatsächlich auch in der Zwischenzeit schriftlich über unsere Seite wie auch in der Gruppe das mitzugeben, was an sinnvollen Informationen derzeit aus Lanzarote tatsächlich zu erwähnen und zu sagen ist. Und ganz, ganz wichtig ist uns auch dabei, dass wir euch deswegen auf Informationsstand halten, damit so wenig wie möglich an Gerüchten, an ich habe mal gehört und ich habe geglaubt und ich habe gefühlt und da hat jemand gesagt, kursiert. Denn das ist im Augenblick leider der Fall. So, wir haben 14 Uhr und damit gehen wir jetzt ganz offiziell in die zweite Runde unserer Live-Sendung Lanzarote Lockdown. Was hat sich getan heute? Liegen wir sozusagen am vierten Tag so in einem Bereich, wo man so langsam aber sicher ein Gespür dafür bekommt, wie es ist, sich in den eigenen 4 Wänden aufzuhalten. Eins vorab, seit heute ist es offiziell, die Mitteilung ging raus, wir haben sie auch schon publiziert. Offiziell ist die Weisung ergangen, sämtliche Beherbergungsstätten, also Hotels, Apartments, sind ab sofort zu schließen. Einschränkung war, dort wo noch Touristen derzeit sich in den Hotels befinden, hat man 7 Tage Zeit, um sozusagen den Touristen den Nachhauseweg zu ermöglichen. Aber ansonsten gilt tatsächlich, Lanzarote realisiert wie ganz Spanien den Lockdown massiv. Das bedeutet keine kurzfristigen touristischen Übernachtungen mehr. Das heißt, wir befinden uns tatsächlich in einem massiven Ausnahmezustand. Was jetzt dazu führt, dass gerade auch unsere Touristen Anfragen starten und sagen, ey, was sollen wir denn tun? Fakt ist nämlich, dass bei den Veranstaltern, bei sehr vielen Veranstaltern derzeit die Hotline völlig überlastet ist, keiner mehr ans Telefon geht. Und Tim, einer unserer Zuschauer, hat uns geschrieben und gesagt, ja, bei uns war das ganz klasse, endlich habe ich mal jemanden dran gehabt. Und er konnte mir meine Fragen nicht beantworten, endete aber dann mit so einer makabren Aussage wie, ich wünsche euch noch einen schönen Urlaub. Dann merkt man, wie überfordert auch an diesen Service-Hotlines die Leute sind. Es sind aber nicht nur die Mitarbeiter, die überfordert sind, es sind auch einige andere, und das darf man nicht vergessen, die derzeit hier einen verdammt guten Job machen. Ich nenne da nur Tina, mal stellvertretend Tina Matastui, die geschrieben hat, Leute, wir fliegen hier Doppelschichten, wir versuchen wirklich alles zu tun. Und für die ist es ja nicht das erste Mal, dass die innerhalb der letzten 12 Monate beweisen müssen, wozu sie imstande sind. Der einst mal so normale Job eines Kundenbetreuers, eines Touroperators, der hauptsächlich darin bestanden hat, vielleicht noch den einen oder anderen Ausflug anzubieten und ein Kopfkissen zu wechseln, weil jemand eine Allergie hat oder die Matratze. Jetzt gibt es zum zweiten Mal nach der Thomas Cook, legendären Thomas Cook Pleite, das zweite Mal alle Hände für diese Menschen zu tun, denn man darf eins nicht vergessen. Unsere Mitarbeiter hier in den Hotels, die jetzt noch tätig sind, treffen auf Touristen im Ausnahmezustand. Denn auch da müssen wir Verständnis aufbauen. Wenn ein Tourist viel Geld ausgegeben hat, um alleine oder mit seiner Familie hierher in Urlaub zu kommen, dann hat er eine Erwartungshaltung. Die ist jetzt A, nicht erfüllt worden und B, befindet er sich in einer Ausnahmesituation, die auch er so noch nie in seinem Leben erlebt hat. Das heißt,
die haben Fragen. Unter Umständen Fragen, die für uns lächerlich klingen, für die aber im Moment essentiell sind. Wo dürfen sie sich bewegen? Wie kommen sie wieder nach Hause? Und fragen das nicht nur einmal, sondern jeden, der ihnen über den Weg läuft. Das heißt ganz klar, dass die Mitarbeiter hier gefordert sind. Die sind Seelsorger, die sind praktische Helfer. Die sind alles in einer Person und das nötigt mir Respekt ab. Und ich sage Chapeau, Leute, das macht ihr richtig, richtig gut, größtenteils zumindest. Genauso war eine zweite Frage, die an uns herangetragen wurde. Wie sieht denn das aus, übergeordnet, jenseits der Touroperatoren, wenn ich selber mit dem Flieger hierher gekommen bin? Wer ist für mich denn zuständig? Mit wem habe ich es denn hier zu tun? Und wir haben da unsere Kontakte spielen lassen und haben auch mit der Botschaft in Madrid gesprochen und auch dem Konsulat auf Las Palmas. Hier sind Anlaufstellen. Aber auch da ist natürlich im Moment ein extrem hoher Anlauf. Die Anlaufstelle hier auf der Insel mit unserem Honorarkonsulat ist nur im begrenzten Maße leistungsfähig und auch nur für gewisse Aufgaben zuständig. Das heißt, auch hier ist es ganz klar, schaut ins Internet, schaut euch die Seiten an, dort sind größtenteils Hilfsmöglichkeiten eingerichtet und wenn der Server mal zusammenbricht, versucht es einfach noch einmal. Aber oberstes Gebot ist auch hier Ruhe bewahren. Das heißt, auch hier gilt erstmal eins, abwarten. In der Regel werden die Leute, die es betrifft, systematisch informiert. Wenn man hier selber versucht, in die Prozesskette einzugreifen, indem man versucht, Informationen jetzt zu rekrutieren, wird das nicht weiter funktionieren. Für die hier Ansässigen noch zwei Tipps, die sich bis jetzt auch aus den Fragen und unseren Nachfragen ergeben haben. Zum einen kam eine ganz banale Frage, ich lebe hier auf der Insel, ich habe einen Pool und ich habe jetzt kein Chlor mehr. Wie komme ich an Chlor? Ihr merkt, das ist eine Frage, wo man normalerweise sagen würde, hat das jetzt eine Relevanz? Ja, für sehr viele, die hier einen Pool haben, der zu kippen droht, scheint das eine Relevanz zu haben, kann ich auch nachvollziehen. Wir haben uns auf Spurensuche gemacht und können Folgendes sagen. Die Ferreteria FT Tias hat uns geantwortet und gesagt, ja, wir haben teilweise geöffnet, aber nein, dafür wäre die Chlorbeschaffung nicht geeignet. Da geht es nur um wirkliche Notfälle und in der Regel auch nur für Firmen, die versorgt werden. Aber die FT in Tias hat tatsächlich einen Lieferservice eingerichtet. Das heißt, bei Bestellungen über 50 Euro, ich werde die Adresse verlinken für denjenigen von euch, der tatsächlich Material unbedingt braucht, FT Tias liefert tatsächlich nach Hause ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Und wenn wir schon bei Lieferservice sind und Mindestbestellwert, wer Hunger hat und zu Hause nicht kochen will, auch da hat sich gezeigt, dass sehr viele unserer Restaurants mittlerweile sehr flexibel sind. Zum Beispiel auch in Porto del Carmen, egal ob es das Highlife ist oder das Masala, Mumbai Masala, die liefern tatsächlich nach Hause und haben schon eine sehr, sehr große Nachfrage. Und wer da Informationen haben will, einfach fragen. Ich glaube auch, dass es andere Sachen gibt, wo wir tatsächlich mittlerweile uns als Leistungsträger herausgestellt haben und Informationen sehr gut rekrutieren können und gerne helfen. So war eine andere Frage, mein Internet scheint im Moment den Dienst einzustellen. Ich komme zwar auf meinen Router, aber vom Router nicht mehr ins Netz. Wo könnte ich jemanden finden, der mir helfen kann, weil einen Service kriege ich im Moment nicht. Wir haben tatsächlich im Laufe der Jahre in sehr, sehr viele Bereiche Kontakte aufgebaut und können zumindest Empfehlungen geben. Wendet euch an den einen oder wendet euch an den anderen. Hier ist eine Telefonnummer, da ist eine E-Mail-Adresse. Also auch da stehen wir derzeit gerne zur Verfügung, um im Rahmen unserer Möglichkeiten euch das Leben, egal ob als Resident oder tatsächlich auch als Tourist, so angenehm wie möglich zu machen. Zwei Sachen noch dazu, was mir am Herzen liegt. Ich möchte euch auf eine Sache hinweisen, wir haben eben schon drüber geschrieben, die ich für sehr, sehr, sehr toll halte. Astrid Perez, die neue Bürgermeisterin in Arrecife, hat heute bewiesen, dass sie willensbereit und in der Lage ist, nicht nur politisch zu sondieren, zu diskutieren und zu fabulieren. Nein, sie hat Weisung gegeben, dass einige Dinge passieren, die in so einer Situation wie aktuell hilfreich sind, massiv hilfreich sind. Das eine ist was Banales, dass jetzt gemeinsam mit den militärischen Einheiten Arrecife seinen Beitrag leistet, dass die öffentlichen Verkehrsmittel regelmäßig desinfiziert werden, dass auch hier ein Gefühl der Sicherheit entsteht. Das Militär hat die Gesundheitszentren übernommen, den Flughafen und in Arrecife unterstützt tatsächlich die Stadt. Die Stadt macht aber noch eins und das finde ich persönlich extrem toll. Die Stadt unterstützt derzeit die Kinder von Familien, die sozial schwach sind. Die wurden nämlich bis dato in den Schulen verpflegt mittags und haben so zumindest eine warme Mahlzeit bekommen. Jetzt ist es so, dass diese warme Mahlzeit wegfällt, weil die Schulen zu sind. Die Stadt hat einen Catering-Service beauftragt. Diese Familien werden zu Hause mit Essen versorgt, zumindest die Kinder. Und das ist auch sehr spannend, die sozial Schwachen, die Obdachlosen, werden
hier ist ebenfalls ein Ketterer beauftragt und die MLAN verteilt ist, werden versorgt. Ich finde, dass das Leistungen sind, die auf den Punkt zeigen, dass man ein Gespür dafür hat, welche Konsequenzen die derzeitigen Verordnungen haben. Das heißt, auch hier gilt tatsächlich unser Respekt, dass man sieht, hier wird nicht nur blindlings alles geschlossen, sondern man ist sich auch der Konsequenzen dieser Schließung bis dato im Augenblick bewusst. Für uns, die wir hier auf der Insel leben, kommen zwei Sachen dazu. Der derzeitige Lockdown ist das eine Ereignis. Was danach kommt, wird sich zeigen. Und auch da werden wir, wie wir es schon gesagt haben, tatsächlich systematisch und strukturiert daran arbeiten, dass wir hier unterstützen und informieren und auch dem einen oder anderen die Möglichkeit geben, über uns und mit uns gemeinsam unter Umständen Aktions- und Maßnahmenpläne mit in die Zukunft zu bringen, um die Attraktivität von Lanzarote und die Angebote der hier Ansässigen tatsächlich weiter zu verbreiten. Und jetzt noch eine Sache, die mir am Herzen liegt und am eigenen Leibe langsam sichtbar wird. 4 Tage Lockdown bedeutet 4 Tage nur Bewegung in den eigenen 4 Räumen. Leute, das bedeutet auch nicht nur, dass man nervlich daran zehrt, sondern auch, dass man körperlich unter Umständen zulegt. Und da habe ich in Absprache mit Bettina Strauß, unserer Pilates- und Fitnesstrainerin hier auf der Insel, gesprochen. Und sie hat gesagt, weißt du was, klar kannst du das machen, nachdem ich gefragt habe. Wir haben doch unsere Fitnessübung vor einiger Zeit, als wir das Interview mit Bettina gemacht haben, illustriert, zusammengestellt. Und auch die werde ich heute nochmal online stellen, damit alle von euch, die zu langsam, aber sicher glauben, dass sie körperlich zusetzen oder denen die Bewegung abgeht, mit ein paar ganz einfachen und simplen Übungen, willens der körperlichen Beschäftigung, in der Lage sind, hier tatsächlich sinnvolle Übungen umzusetzen und sich damit auch zu Hause ein wenig Bewegung zu verschaffen. Ihr seht, wir sind dabei, euch von hier aus zu informieren und auch ein bisschen Unterhaltungsprogramm von hier nach Hause zu bringen. Und wir werden das auch weiterhin tun. Tag für Tag, immer um 2 sind wir für euch da und ich hoffe, ihr seid dabei. Der Punkt, der hier auch noch für mich ganz, ganz wichtig ist an dieser Stelle, ist, wir müssen den Blick dafür bewahren, dass das Ganze nicht in Panik ausartet. Klar, wir sind hier extrem konsequent in Spanien und wir erleben es auf Lanzarote, was es heißt, Ausgangssperre zu erleben. Und wir schauen ins Fernsehen, wir schauen in den Computer und stellen fest, in Deutschland gibt es Grillpartys, da geht man spazieren. Da werden die Maßnahmen als hart verkauft, wenn die Geschäfte nicht mehr bis 18, sondern nur bis 15 Uhr aufhaben. Da ist noch ein Wahnsinnsgefälle drin. Und außerdem wird im Moment auch darüber diskutiert, was würde mehr Sinn machen. Jetzt habe ich heute einen Beitrag gelesen von einem deutschen Fachmann. Und da gibt es eben auch mehrere Lager. Und das ist halt das Schwierige dabei, dass es nicht eine Expertenmeinung gibt. Und diese Experten sagen jetzt, Leute, diese Verzögerung, diese ganze Quarantäne bringt gar nichts. Wir müssten die Leute jetzt alle infizieren, die Durchseuchung, so heißt das im Fachbegriff, sollte sehr schnell erfolgen, wenn man einmal da durch ist, hat man es dann geschafft. Leute, wie dem auch sei, wir haben uns in Spanien nun dafür entschieden, tatsächlich den anderen Weg zu gehen, nämlich eine Brechung der Spitzenwerte, eine Verlangsamung der Ausbreitung der Pandemie, damit Zeit generiert wird und tatsächlich hier auch langsam, systematisch und strukturiert an einem Impfstoff gearbeitet werden kann. Weil eins ist, glaube ich, sicher. Wenn wir jetzt hingehen würden und würden sagen, wir versuchen mal und gucken mal, was passiert, wenn wir uns alle infizieren, ob das nicht besser wäre, dann ist das das Spiel mit dem Feuer. Und das sollten wir gelernt haben in der Vergangenheit, dass es vielleicht eine Alternative ist, aber man sollte hier die Risiken gegeneinander abwägen. Und noch eins kommt dazu. Eine Aussage, die heute ebenfalls gefallen ist, das hat mir einer unserer Leser mitgeteilt. Er habe das in den öffentlichen Verkehrsmitteln gehört, mit dem er in Deutschland noch fahren darf, dass da die Aussage von einer Mutter mit kleinem Kind gewesen sei. Sie findet das gar nicht verständlich, was hier für ein Riesenbohai getrieben wird, denn schließlich tangiert ja dieses Virus nur die alten Leute und so viele sind das ja nicht, dass man die ganzen Familien abstrafen würde, wo es doch nur die Alten betrifft. Also bei aller Fantasie fehlt mir hier der Zugang nachzuvollziehen, wie egozentrisch das Weltbild sein muss, dass man hier tatsächlich so inkonsequent ist und nur auf seine eigene Position bedacht ist. Wir haben nämlich nicht nur eine Verantwortung für die Älteren unter uns,
Denn letztlich ist es eine Frage, wo beginnt das? Gehören wir nicht auch schon da dazu? Sondern es ist auch eine Verantwortlichkeit in einer Gemeinschaft, in einem sozialen Gefüge, dass man hier dafür sorgt, dass niemand zurückbleibt oder niemand über die Maßen gefährdet wird. Ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, müssen ihn nur jetzt konsequent weitergehen, denn zu früh aussteigen wäre so wie mit dem Alkohol, halb besoffen ist weggeschmissenes Geld. Wir müssen da jetzt durch und dann auch schauen, was es in der Konsequenz heißt, wenn wir hier wieder von Null anfangen. Wir bleiben für euch auf jeden Fall am Ball. Wir versuchen für euch alle Informationen zu verifizieren und zu validieren. Können aber nicht garantieren, dass wir in dynamischen Prozessen nicht auch etwas berichten, was im Nachhinein unter Umständen dann nochmal korrigiert werden muss. So geschehen bei einer offiziellen Mitteilung der Gemeinde Thiers, die selbst darüber informiert hat, dass ihre eigene Stadträtin am Coronavirus erkrankt sei. Das war also eine Meldung, die hochamtlich über das Pressebüro in Thiers kam und jetzt nochmal widerrufen wurde. Das heißt, dieser Corona-Fall auf Lanzarote ist glücklicherweise, muss man jetzt sagen, keiner. Die Gute hat lediglich eine Allergie. Das bedeutet unterm Strich, auch wir versuchen überall am Ball zu bleiben. Wir versuchen so gut wie es geht, Informationen, die wir erhalten, zu verifizieren und auch nachzuprüfen, ob die tatsächlich so stimmen. Aber wenn im Eifer des Gefechts das eine oder andere im Nachhinein korrigiert werden müsste, dann tun wir das auch. Aber bitte achtet ihr im Großen und Ganzen darauf, dass das, was wir sagen und das, was wir tun, tatsächlich im Moment so zum sauberst recherchiertesten Informationsgehalt gehört, den ihr hier bekommen könnt. Ich drücke euch allen die Daumen, dass ihr gesund bleibt. Alles andere klären wir nacheinander. Den Touristen unter uns, bitte eine Sache, behaltet Lanzarote im Herzen und wir garantieren euch, wenn ihr das nächste Mal kommt, machen wir es euch extra fein. In dem Sinne, passt auf euch auf, ich auch, bis dann, ciao for now, euer Chris.